Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, erstmal vielen Dank auch für das ganze Feedback und die ganzen Ideen, Anregungen und Vorschläge, woran es ja, gelegen haben könnte mit der Problematik mit meinem PC. Endlich, ja, geht es wieder. Die Pause war natürlich nicht allzu lange wie erwartet, was natürlich ganz nice ist. Ja, es ist sehr, sehr cool. Ein bisschen dramatischer geworden, als ich das eigentlich haben wollte, aber ja, kann man nichts machen. Und bevor das Video losgeht, zeige ich euch erst nochmal ganz kurz per Handykamera, woran das Problem eigentlich gelegen hat. Ja, woran hat es denn gelegen? Woran hat es denn nun gelegen? Am Ende fragt man sich immer, woran es gelegen hat, ne? Ja, ich kann es euch sagen, und zwar wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass mein alter Stromverteiler ein bisschen zu überlastet war und ich habe mir jetzt einen neuen geholt und dahinter noch einen anderen und ich habe jetzt den Strom ein bisschen aufgeteilt. Vorher hatte ich das so gemacht und so habe ich das auch bei meinem alten PC immer gemacht gehabt. Aber ja, mit dem neuen PC ändert sich natürlich einiges. Ich hatte die beiden Monitore, mein Mikrofon, den PC und die Box dort, ja, hatte ich an einen Stromverteiler dran gehabt. So, das habe ich mit dem alten PC immer gehabt und das hat auch alles funktioniert. Jetzt habe ich das gleiche aber mit dem neuen auch gemacht, ja, dass ich alles an einen Stromverteiler, an den alten, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, diesen viereckigen, dass ich da alles rangestöpselt habe und der ist mir halt dann durchgeschmorgelt. So. Und es wird wahrscheinlich daran gelegen haben, dass die Stromspitze beim Einschalten zu hoch war und ja, dadurch erstmal die Sicherung gesagt hat, tschüss, das machen wir nicht mit. Ja, so denke ich mir das. Ich bin jetzt kein Technikprofi, ne? Aber ich denke mir das jetzt mal so. Und nachdem ich die Sicherung ein paar Mal wieder reingehaut habe, was eigentlich auch schon dumm war von mir, da hätte ich eigentlich schon klingeln müssen, aber ich wollte halt noch Videos machen, so, ne? Und es hat ja auch danach dann immer noch geklappt, hatte ich dann einfach, ja, die Sicherung wieder reingemacht, aber ja, das, die, ja, weiß ich nicht, das Strom. Der Stromverteiler ging halt dann auch immer noch so, ne? Bis er dann eines Tages gesagt hat, so, tschüss, jetzt verabschiede ich mich, so, RIP, vorbei. Ja, und das wird dann höchstwahrscheinlich daran gelegen haben, dass der Stromverteiler zu überlastet war. Jetzt habe ich das so gemacht, ich habe mir erstmal einen neuen geholt mit hier, wer ist das hier, so einen Spannschutz, Überspannschutz irgendwie, ja, das, also, der ist auf jeden Fall ganz nice, sag ich mal so, und ich habe es aufgeteilt. An dem sind jetzt meine beiden Monitore dran und die Box dort und der PC, der führt jetzt direkt über dieses Kabel. Das sieht zwar jetzt richtig unsexy aus, so, das ist, sieht richtig scheiße aus eigentlich, ne? Aber der führt jetzt direkt dort in die Steckdose. Das heißt, die zwei Stromquellen sind aufeinander aufgeteilt, die andere geht da rein, denn so, ne, dahinter. Und dadurch ist das dann insgesamt entlastet, das Ganze, und das Teil kann halt nicht einfach mal so, ja, abkugeln, sag ich mal. Dem PC ist nichts passiert, ja, da ist alles top, alles easy, alles fein. Und ja, für solche Anlässe, falls nochmal sowas irgendwie passiert, ich kann euch wirklich nur raten, die erste Anlaufstelle ist bei mir Instagram, ja. Falls ihr irgendwie wissen wollt, was da los ist, auf Instagram bin ich eigentlich jeden Tag aktiv. Deswegen, ja, wenn irgendwas sein sollte, dann hört ihr es eigentlich als erstes immer auf Instagram. Deswegen, falls euch das interessiert, dann folgt mir da auf jeden Fall. Der Link dazu ist der erste in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, geht's weiter mit dem Video. Peace. Ja, damit sollte eigentlich alles klar sein. Und ich denke mal, das ja, ist dann doch nicht ganz so schlimm wie erwartet gewesen. Ja, und funktioniert noch alles einwandfrei, top. Und die Sicherung ist bisher auch noch nicht wieder rausgesprungen. Nichtsdestotrotz wird wahrscheinlich trotzdem noch eine höhere Sicherung bei mir eingebaut werden im Stromkasten, dass dann auch da der sicherheitshalber alles glatt läuft, ja. Und ja, vielen Dank nochmal, wie gesagt, für die ganzen ja, Hinweise, woran es denn ja, eigentlich, oder was man hätte besser machen können, oder was, ja, Tipps und das alles, was ihr mir so in den Kommentaren geschrieben habt. Ja, auch für die ganzen netten Worte natürlich auch. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, gut, wir machen weiter mit dem Video, lassen uns nicht beirren, ja. Und ich wollte euch auf jeden Fall noch einen Kampf zeigen, und zwar gegen Peter hier. Den hatte ich mir noch nicht angeschaut gehabt, aber den habe ich heute auf der App erspielt. Und ja, da war ich unterwegs gewesen. Guten Morgen. Und ja, den wollte ich mir auf jeden Fall auch nochmal zusammen mit euch anschauen, weil der war wieder sehr, sehr knapp gewesen. Ich hatte ja schon mal ein paar Kämpfe gehabt, die sehr knapp waren gegen den Peter, ja.
Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, ihn zu besiegen. Hey, ja, nice. Gestern gab es, glaube ich, 25 Pilze für mich hier. Also für Free-to-Play sehr, sehr nice. Sehr nice auf jeden Fall. So, wir gucken hier. Wir nehmen die Quest an. Hab so ein bisschen mein Playstyle abgewandelt. Ich bin jetzt so ein bisschen mehr in Richtung Gold anstatt Erfahrung. Ja, also eigentlich nehme ich immer nur die kürzesten Quests an. Und das sind meistens immer Gold-Quests, ja, in den meisten Fällen. Und ja, sowieso immer das Beste, die Gold, die kürzesten Quests anzunehmen. So, was hat der Hütchenspieler hier uns zu bieten? Sanduhren? Schade. Komm, wir machen das gleich mal im Video. Und, oh, schade. Ah, nice. Gut, Hälfte schon mal finanziert. So, wir machen weiter. Und danach zeige ich euch mal den Kampf. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, weil wie gesagt, ich hatte den auch noch nicht gesehen. Ah, brauche ich alles nicht. Schmutz. Schmutz, ja, jetzt kommen sie beim zweiten Mal hier. Sanduhren. Und da haben wir schon wieder raus, ja. Zack. So, jetzt vielleicht noch ein bisschen Profit machen. Sanduhren. Ich nehme immer Sanduhren über Gold auf jeden Fall. Wenn jetzt so in dem Fall ist, könnte ich auch aussuchen zwischen Gold oder Sand und ich nehme immer Sanduhren. Ja, schade. Und letzter Wurf, hier nehmen wir mal Gold, vielleicht kriegen wir noch einmal Gold. Okay, gut. War 0-0, 0 hat sich gar nicht gelohnt, ja. Plus, minus 0 sind wir da rausgegangen. Und jetzt schauen wir uns mal den Kampf an. Kämpfe, hier. Hatten wir verloren gehabt, ja. So viel kann ich schon mal sagen, aber der war halt wirklich sehr, sehr knapp gewesen. So, und jetzt gucken wir mal. Besonders interessieren tut mich die Kunigunde, was die rausgehauen hat und vielleicht der Marquardt. Boah, guckt euch das mal an. Ja, jetzt bin ich gespannt. Die Kunigunde muss ja hier ein bisschen geregelt haben. Oder ich habe nochmal einen Monster-Crit rausgehauen. Das kann natürlich auch sein. Ja, okay. Die Kunigunde kann da noch einiges mehr schaffen. Holy shit. Oh, guckt euch das an. Wie knapp das gewesen ist. Hätte die Kunigunde einmal einen Hit noch mehr getroffen, wäre sie noch einmal mehr ausgewichen, dann wäre es das gewesen. Also ihr seht, der Kampf, also meine Kunigunde, die muss wirklich nur zweimal oder so mehr ausweichen oder einmal, reicht auch. Die muss, oder, muss nur einmal mehr treffen, so, wenn mein Marquardt und ich halt ordentliche Crits raushauen. Dann ist der down und dann sind auch die nächsten Etagen down, ja. Aber es soll noch nicht sein, es soll einfach noch nicht sein. Ja, wir müssen uns da, ja, wir müssen uns wieder einmal gedulden, ja. Wer hätte es gedacht in einem Spiel wie Shakes and Fidget, dass man sich da gedulden muss, ja. So, was nehmen wir denn hier? Puh, oh, dafür ist es eine rote Quest, das ist ziemlich wack. Ja, hier ist mehr so Erfahrung wieder. Ja, wir nehmen wieder die kurze hier, scheiß drauf. So, Gildenpad, greifen wir an. Zack, sind immer noch bei der achtköpfigen. Guten Morgen, da hat sich noch nicht ganz so viel getan. So, dann zum Arena-Manager. Da hatte ich gestern Abend geopfert. Ja, genau. Ja, bin jetzt hier bei 6 Tridezillionen. Ja, ist nicht viel, aber schon ganz nice. So, wir befinden uns hier auf dem Battle Mage jetzt. Da sind wir auf Platz 38 gerade, sehe ich. Halten uns da sogar, weil das letzte Mal, als ich mich eingeloggt hatte, war ich so um die 33 sogar gewesen. Also irgendwie hat es den Anschein, als ob ich so ein bisschen Progress mache hier auf dem Server, ja. Obwohl ich hier eigentlich wirklich, wirklich enormst, enormst gechillt spiele. Ja, also, huch. Also im Vergleich zumindest zu meinem Mainchar, ja. Aber das ist halt eben noch der Account, der von mir, sag ich mal, wirklich so wie es ist, als zweitbestes behandelt wird, ne. Ja. Oder am sorgfältigsten. So, Sanduhren, let's go. Sehr gut, danke. Sanduhren. Oh, oder Gold. Ah, Gold, das Ding ist mit Gold. Auf dem Level lohnt sich noch nicht so ganz. Auf meinem Main, da würde das scheppern. Ah, gut, bei dreimal muss ich annehmen. Aber ihr seht, wie wenig. Oh, fünfmal. Fünfmal und ich bekomme nur einen Skillpunkt. Alter. Ich finde das immer noch ziemlich wenig. Aber wie gesagt, auf meinem Main lohnt sich das schon deutlich mehr. Da bekomme ich, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 6 oder 7 Skillpunkte oder so. Ja, das ist dann schon ganz okay, sag ich mal. Aber ja, hier lohnt sich das noch gar nicht, irgendwie auf Gold zu gehen. Und davor eigentlich auch nicht. Und ich bin schon hier 434, also schon gar nicht mal so verkehrt. Ne? So, ah, Holz brauche ich halt auch nicht. Ja, weg damit, Schmutz. So, nochmal Sanduhren. Jawohl, siehst du, mit Plus schon mal rausgegangen heute. Machen wir neu, okay. Nix, okay, alles klar. Ja, schade. Ich gehe da mal auf Risiko, ich würfel dann kein zweites Mal. Ja, moin. Habe ich einen Angriff verloren oder habe ich einen gemacht?
Hatte ich da angegriffen gehabt? Oder? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Gut, jetzt weiß ich, warum ich so schnell in den Top 40 war hier. Weil das anscheinend ziemlich nah noch alles zusammenliegt. Und aufgrund dessen ich relativ stark schwanke in der Ehrenhalle hier. Ja. Oh ja. Das ja, ein, zwei Kämpfe gewinnen und dann bist du hier schon Mitte 30 nachher. So wie, wie Männer in einer Midlife-Crisis. Ja, keine Ahnung. So, was haben wir hier eigentlich für Werte, für Basiswerte? Ich habe schon lange nicht mehr. Ah, wir skillen mal jetzt hier mal eine Milliarde in Gold rein, würde ich sagen. Das denke ich mal ist okay. Das kann man als Battlematch auf jeden Fall schon mal machen. Ja, da ist Ausdauer auch gar nicht mal so verkehrt. Und ja, wir haben ja jetzt schon deutlich mehr Stärke als Ausdauer. Deswegen denke ich mal, hat das ganz gut getan. So, wir ziehen unser Equipment wieder an. Stimmt, Pets müssen wir nochmal an. Pets vergesse ich irgendwie immer. So, Pets haben wir hier schon Angriff gemacht. Hier auch, ne? Aber noch nicht gefüttert. Füttern müssen wir noch auf jeden Fall. Ja, Pets gehen auch voran hier auf dem Server. Ja, vielleicht werde ich dieses Jahr sogar noch fertig mit den Pets hier. Ich weiß nicht ganz genau. Habe ich noch nicht weiter ausgerechnet. Habe ich auch jetzt noch nicht so die Ambition dazu. Da werde ich auf jeden Fall schauen, wie es halt aussieht nachher. Ja, wenn es so ist, freue ich mich. Wenn es nicht so ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Und ja, so. Wir gehen noch mal auf den Berserker. 5 Pilze hier nur. Schade. Ja, auf dem anderen hatte ich halt ein bisschen mehr bekommen, aber ist okay. Ich habe hier jetzt fast keine Pilze mehr auf dem Berserker. Liegt halt daran, weil ich halt, was sagt denn hier, der Greifdrache, den hatte ich halt noch ausgenutzt gehabt mit den Pilzen und habe 320 Alu gezockt. Und deswegen, ja, sind da ein bisschen meine Pilze flöten gegangen, ne? Aber, ja, hat sich, denke ich mal, gelohnt gehabt. Bis zum nächsten Event komme ich halt damit nicht mehr, weil mein Greif heute ausläuft oder besser gesagt morgen. Und, ja, so, kämpfen, okay. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen gut gemacht, denke ich mal. So, auch hier nochmal Pets. Zack. Da machen wir heute hier den Zornox auf 200. Das ist huge. Nice. Zack, zack. So. Und, achso, dann warte mal. Dann kann ich ja gleich mit dem nächsten weiter starten hier, ne? Mit Luchttablon, genau. Dieblatz habe ich noch nicht. Muss ich noch was für machen. So, das haben wir. Und hier. Und da auch, bam, so, gucken wir mal kurz, achso, ja, wir machen mal hier auch noch die Sanduhren, ja, Kristalle brauche ich eigentlich nicht so doll hier, aber ich nehme gerne Kristalle mit an sich, weil die halt sehr wertvoll sind, ja, die haben halt einen fixen Wert im Vergleich zu dem anderen Stuff, den man bekommt. Sanduhren wären cool, oh, Bro, Alter. Ich brauche hier nicht mal so die Kristalle, weil ich hier das Problem habe mit den, ja, nee, Gold brauche ich hier gar nicht annehmen. Uff. Weil ich hier das Problem habe, wie auf den anderen Chars auch, oder wie auf dem Dämonenjäger, ach man, gar nichts bekommen an Sanduhren. Dass ich hier mehr Kristalle als Metalle habe. Ja, nicht mehr ganz. Ja, ich hole schon ein bisschen auf langsam, aber ist immer noch relativ wenig. Der Mage meldet sich. Guten Morgen. So, was nehmen wir denn hier? Ah, das ist halt alles irgendwie Schmutz, ne? Guckt euch das an, eine 10-Minuten-Quest. Alter, ist das wenig. Ich heul. Ich heul. Ja, nehme ich da lieber die Erfahrung mit oder was? Ich meine, das sind 2 Mille, ne? Ja, das andere ist noch mehr Schmutz, irgendwie alles Schmutz. Das ist alles Schmutz auf dem Level. Alles Schmutz auf dem Level, die Quest hier. So. Der Dämonengejagte, was sagt er denn hier? Port rein mit dir, zack. Ja, der sagt natürlich nicht viel, der kann nicht viel sagen, der wird gejagt. Der ist beschäftigt mit gejagt werden. Och, Alter, ist das so schwer, hier die Steine abzuholen. So, Gilde, zack, bam. Ich habe hier, glaube ich, immer noch nicht das Achievement mit den letzten Hitsätzen, aber es liegt doch daran, weil ich einfach minus 0 Schaden mache, gefühlt irgendwie gegen alles. Ja, deswegen kann da auch noch momentan nicht so viel rumkommen. Hier komme ich immer noch weiter ganz gut durch. Kundschafter Handschuhe. Was sagt er denn? Oh, habe ich noch nicht. Sehr gut. Nice. Hat mir noch gefehlt. Intelligenz. Brauche ich nicht. Gegenstand zerlegen. Gucken wir, haben ein paar Ressourcen. Was ist das hier? Alle Attribute brauche ich auch nicht. Zack. So. Pets. Gucken wir nicht weiter drauf. Uff. Alter. Okay, nochmal.
Also Steine kann, also die Ressourcen kann ich sehr gut gebrauchen hier auf dem Account. Das eher weniger eigentlich. Aber nehme ich trotzdem gerne mit. So. Trotzdem würde ich ganz gerne Sanduhren haben wollen. Das ist mir immer noch am wichtigsten. Weil auf den Account habe ich hier nämlich nicht so viel. Und ja, das wäre ziemlich scheiße, wenn ich hier nicht, wenn ich hier auslaufen würde an Sanduhren. Dann kann ich den nämlich nicht großartig weiterspielen. Ja. Oha. Alter, wie sieht's denn aus hier? Ja, moin. Ja, nice. Digga, wenn das hier ausgebaut ist, dann können wir sofort weitermachen. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, letzter Wurf. Sanduhr, nochmal jetzt ein bisschen. Oh, daneben geklickt. Hä? Was war das jetzt? Hallo? Okay, ich glaube, ich hatte da schon einmal gewürfelt gehabt, war. Naja, gut, okay. Gut, dann soll es das für das heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.